Firma Yadis in Frankreich. Zum Thema Müll im Wasser, also Müll allgemein, sammelt sich natürlich an die Stellen, wo am meisten Leute gibt, sprich öfters bei Häfen. Unser Jellyfish-Bot haben wir jetzt vor 5 Jahren entwickelt. Es ist ein kleiner Roboter, heutzutage auch vollautomatisiert, sprich er kann so 8 Stunden lang komplett alleine arbeiten, schleppt ein Netz hinter sich und sammelt an der Wasseroberfläche alles, was da rumschwimmt. Also von Makro-Unrat bis runter zu 150 µ Mikroteilchen, Mikroplastik, Lackstaub. Der ist dann ferngesteuert, kann dementsprechend auch per GPS eingegrenzt sein und vollautomatisiert arbeiten. Es ist eine Lösung, die wir jetzt 3 Jahre lang anbieten. Die Anwendungen sind vielfältig, von Häfen bis zu Industriebereichen, Tourismusbereichen und natürlich auch die Forschung.